Hallo, grüßt euch. Ja, Alligator. Tor? Alligator. Nebenjob. Habe ich gerade gesehen. Habe ich übersehen. Ich habe heute Morgen drei Videos reacted. Das einzige, der wirklich gönnt, JJiggy. Alle anderen, die anderen zwei gleich mal blockiert. Und das ist jetzt schon, die sind irgendwie schon 8 Stunden oder so am Rödeln und am Prüfen. Kolja Goldstein und Apache, also beide so, ja, kann. Ich bin gespannt wegen der Urheberrechts, ob das jetzt noch mehr, noch strenger wird irgendwie, ja. Bin mal echt gespannt, ich bin gespannt, ob ich das hochkriege, ja. Okay. Jo, das sind Probleme. Das ist mein Problem bei meinem Nebenjob, ne? Und, ja. Machen wir mal. Fangen wir an. Wenn ich aufstehe, sind die Straßen menschenleer. Keine Zeit für Einsamkeit im koffeingetränkten Herz. Ich habe es in die Straßen, Menschen, keine Zeit für Einsamkeit. Keine Zeit für Einsamkeit im koffeingetränkten Herz. Ja, er ist einsam, aber Koffein drin und was sagt der Satz? Aber er hat eigentlich gar keine Zeit, diese Einsamkeit irgendwie zu spüren. Da rennt eine Ameise rum. Okay. Kaltes Licht im Treppenhaus begünstigt Augenkrebs. Draußen ist so dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg. Gerade wusste ich noch grob, was ich geträumt habe. Irgendwas mit der Pest und einem Heuwagen. Ja, also draußen ist es dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg. Ja, oh, das ist so schrecklich. Ich kann mich erinnern, wo ich so auch so in Firmen gearbeitet habe. Ich bin jetzt schon länger selbstständig. Es ist ein bisschen was anders. Also ich sitze hier zu Hause, Südbalkon, da ist ein Rechner, hier kann ich arbeiten und so. Ja, und nebenher jetzt auch gerade Videos machen. Und wenn irgendwie, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich raus, gehe ein Stück spazieren oder irgendwas so. Ne? Oder ich habe einen Südbalkon und so. Und das ist so beschissen, hey, wenn irgendwo in so einer Tretmühle bist und vielleicht noch eine Stunde irgendwo hinfährst, eine Stunde zurück, eine Stunde Mittagspause und dann, oh, fällst du zu Hause noch ins Bett und ja. Aber das Bild kann ich nicht lang in den Gedanken halten, weil meine Hände automatisch ihres Amtes walten. Das Bild kann ich in den Gedanken, wenn man automatisch, also, warum die Hände? Okay. Wege eine Wand von Paketen durchs Land, ob bei Schnee Okay. oder Sandsturm mit Gegenwind, weswegen ich manchmal daneben bin. Okay, eine Wand von Paketen durchs Land. Also er ist ja in so einem Paketdingen da so drinnen gerade, ne? Ich habe da, es gibt's irgendwo, ich habe geguckt, da gibt's noch so ein anderes, so hier, so, ne? Das. Ich habe jetzt erst gedacht, der meint Emerson, aber der ist vielleicht ihn so. Alligator. Das A. Keine Ahnung. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Ich habe einen Job neben dem Nebenjob, das ist geil. Ja. Ja, das ist ja scheiße. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich Wow. Das hört sich so an wie. Wie heißt es? White, nochmal was. So, der Bruder und die Schwester. Du. Irgendwas war jetzt gerade so von. Das muss ich nochmal. Ich kann das ja. Ah, fuck. Ist ja sowas passiert. Wo war ich? Das Bild kann ich nicht lang in den durchs Land, ob bei Schnee oder Sandsturm mit Gegenwind, weswegen ich manchmal daneben bin. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich Ja. Du. So irgendwas so, da war. Das kam mir sofort in den Sinn. Wie heißen die nun mal? Alter. hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe.
bisschen schloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Du, 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 du. Ja. Ja, ich habe einen Job neben dem Nebenjob. Das ist richtig geil. Der Satz ist richtig, richtig, richtig geil irgendwie so, ne? Das ist echt der Hammer. Das ist echt klasse. Das ist ja tolle, tolle Sätze so, was er so da hat. Um diese Uhrzeit fühlt man sich etwas im Stich gelassen. Noch schläft die woke Gerechtigkeitskrieger Twitter-Bubble. Die woke Wolke? Oder ist es ein Schreibfehler? Noch schläft die woke, was hat er gesagt? Oh, nicht, dass ich wieder falsch gelassen. Noch schläft die woke Gerechtigkeitskrieger Twitter-Bubble. Woke? Ja, egal. An der Tür des ersten Kunden klebt ein Anarchie-Emblem. Seine gespielte Höflichkeit ist eine 4 von 10. Ja, so quasi, ja, ich fülle mit dir, ja. Wahrscheinlich stört ihn der Geruch von meinen Körpersäften. Sicher sieht er all den Hass in meinem Service-Lächeln. Ja. Hallo. Ja. Das ist richtig, richtig gut, das Lied. So vom Text her auch so. Die Musik ist echt klasse. Wow. Das ist echt klasse, hey. Hammer. Der bringt es wirklich so richtig, richtig auf den Punkt. Ich meine, ich bin ja auch Dienstleister, aber ich muss ja nicht so eins nach dem anderen. Aber ich bin mal mitgefahren, einen Tag, wo ich nicht wusste, irgendwie vor, weiß ich nicht, 15, 17, 18 Jahren mal bei DHL mitgefahren, einen Tag lang, weil ich gedacht habe, vielleicht mache ich sowas, ja, bevor ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe im Computerservice. Ah, das ist richtig heftig, hey. Damals schon, hey, da rennt der echt dumm und dämlich irgendwie. Das ist, ja. Er gibt das Trinkgeld mit extra lauten Soundeffekten, weil es ihm hilft, gegen die Angst in meiner Haut zu stecken. Er gibt das Regeln mit extra lauten Soundeffekt. Geil. Ja, ich gebe aber auch immer ein Trinkgeld. Also hier so, wenn Lieferanten kommen, ich bestelle auch immer mal Ersatzteile und so, ne? Gib immer irgendwie Trinkgeld oder so. Weil ich kriege auch Trinkgeld und das sollte man weitergeben und nicht geizig sein, ja. Stunden verrinnen, ich humpel von Sinnen zum Kunden und bring ihm sein dummes Shirt. Warum bin ich immer so unerhört? Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ja, das ist White Rose, wie heißt es? White, fuck, Scheißdreck. Ich muss jetzt nachgucken, schneide ich den Scheiß nachher raus. Wie heißt das Scheißlied? White Rabbit? Nee, White. Du, 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 du. I'm born in Wichita. Du, du, du. White Stripes, yes. Fuck. Seven Nation Army, jetzt. Mann! Fuck. Also White Stripe. Stripes, Seven Nation Army. Das hat aber auch geil gemacht mit dem Satz, so. Ich bin sicher, das ist irgendwie Absicht. Komm hier. Ja, komm. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete. Echt cool. Ja. Ja, echt gut. Geiles Lied. Geile Texte und so weiter. So, ne? Und er hat eine geile Stimme. So. Also gerade wenn er so den Refrain irgendwie
Oder ist doch der Refrain irgendwie rausballert oder so, ja. Ich habe einen Nebenjob. Das knallt er so richtig gut raus, so richtig sauber. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es nachbearbeitet ist, aber der hört sich schon richtig, richtig gut an. So. Wow, toll, super, echt. Beide Daumen, kriegst ein Trinkgeld nächstes Mal, wenn du ein Paket zu mir bringst. Cool, aber wasch dich. Alles klar. Gut, dann danke fürs Paket vorbeibringen, ja. Und bis zum nächsten Päckchen. Tschüss.